Morgen. Alles gut? Wo spreche ich heute? Uwe, wie schön, wir bräuchten Sie für einen kurzen Gedankenaustausch. Im Konferenzraum. Deine Beförderung steht endlich an, was? Ne? Wie geht's? Gut. Wie lange arbeiten Sie hier schon, Uwe? 43 Jahre. Wahnsinn. Wahnsinn. Sie haben den Job Ihres Vaters übernommen, oder? Ja. Ja, es ist so, dass wir jetzt eine neue Möglichkeit aufgetan haben für Sie. Sie sind ja gerade mal 59 Jahre alt und Sie möchten vielleicht noch etwas anderes im Leben machen. Ja. Sie finden also, dass 43 Jahre im selben Betrieb darauf hindeuten? Naja, also... Jetzt wollen Sie mich rauswerfen? Naja, das ist wohl nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber mehr oder weniger, ja. Wir würden Ihnen gern ein Programm anbieten. So eine Art staatliche Weiterbildung. Das wäre ein Schritt nach vorne. Das Digitale übernimmt ja immer mehr Aufgaben. Dann hätte ich einen Vorschlag für Sie. Ist es nicht am einfachsten, wenn ich jetzt aufstehe und sofort von hier verschwinde? Gut. Ja? Dann war's das jetzt. Warten Sie, Uwe. Wir haben ein Abschiedsgeschenk. Ein ausgezeichneter Spaten. In diesem Wohngebiet sind keine Autos erlaubt. Sie können wohl keine schwedischen Schilder lesen. Doch, das kann ich, aber sind Sie blind? Ich sitze doch nicht am Steuer. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Köter hier nicht mehr hinpinkelt. Hör nicht auf den bösen alten Mann, Prinz. Anders, hast du gesehen, was der Alte gemacht hat? Lassen Sie den Hund in Ruhe. Das ist kein Hund. Für mich ist das ein Winterstiefel mit Augen. Du hast meinen Gartenschlauch seit dem 27. August. Ich brauch den jetzt. Willst du jetzt gießen im März? Kümmer du dich um deinen Garten und ich mich um meinen. Was für ein Problem hast du eigentlich, Uwe? Ich weiß es. Du bist ein unglaublicher Pedant. Wahnsinn, dem sein Leben zu retten. Dessen Leben. Dessen Leben zu retten heißt es. Du fehlst mir. Sich das Leben zu nehmen ist gar nicht so einfach. Möchtest du meine Frau werden? Ja! Was? Ja, das möchte ich! Es ist doch wirklich verrückt, wie schlecht du im Sterben bist. Also weißt du, ich habe nachgedacht. Gib nicht so an.